Industrieland hier in Europa. Wir sind der größte Industriearbeitgeber hier in Europa und auch weltweit mit hohem Stellenwert, werden nicht die Industrie abschaffen wollen und auch können. Und das wird jede verantwortliche Partei auch natürlich erkennen. Und uns ist wichtig, dass aber wir als Industrie positiv wahrgenommen werden und als Partner der Politik wahrgenommen werden und uns auch wahrnimmt als jemand, der hier vor Ort gerne arbeitet, der auch hier vor Ort gerne Steuern zahlt und als Arbeitgeber hier gerne vor Ort ist. Aber wir können es nicht gutheißen, wenn die Politik Begehren äußert, die Wirtschaft und die Vermögensgegenstände der Firma stärker zu besteuern, Substanz der Firmen zu besteuern in Form von Vermögenssteuern, in Form von höheren Erbschaftssteuern, in Form von höheren Ertragssteuern. Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist Zukunft mit Industrie, und zwar dort, wo die Industrie sich anstrengt, zum Beispiel CO2-Neutralität und die Klimaziele zu erreichen, dort Investitionen hegt, diese zu begünstigen, diese zu fördern und auch im Hinblick auf Fachkräftesicherung und Standortsicherung Anstrengungen hegt, diese durch gezielte Förderprogramme eher unterstützt, statt sie höher in Anspruch zu nehmen. Das ist meine Aussage. Und dann geht's allen gut.